Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, nun, die Schule hat ja jetzt nun schlussendlich auch in Bayern wieder angefangen. Ich glaube, im Norden Deutschlands ist es ja jetzt schon länger wieder Zeit für die Schule. Und somit hatte ich heute tatsächlich meinen ersten Schultag. Heute ist übrigens der Donnerstag, ich glaube, 12. Kann es sein? Ich werde kurz nachsehen. Tatsache, der 12. Ja, und somit geht auch die ernste Realität wieder los. Aber naja. Würde mich mal interessieren, welche Zuschauer denn jetzt auch schon die ganze Zeit Schule hatten und oder haben. Oder welche jetzt erst wieder Schule haben. Genau. Oder wer denn schon aus der Schule ganz raus ist. Soll es ja auch geben. Naja. Egal, das soll aber heute nicht ein weiteres Thema sein, nur eine kurze Info für zwischendurch, falls es denn irgendwie interessiert, was höchstwahrscheinlich nicht großartig der Fall ist, aber naja, was soll's. Die Map im Hintergrund sollte den meisten höchstwahrscheinlich mittlerweile fast schon unbekannt vorkommen. Es gibt sie nämlich online nicht mehr. Das war mal früher aus der guten alten Forge Island Playlist. Nein, warte, war's gar nicht. Es war aus der... Nein, es war noch viel früher. Es war aus der ersten Forge-Playlist, die 343 gemacht hatte, wo eben geschmiedete Maps drin vorkamen. Und das ist hier, glaube ich, auf Ravine. Also Ravine ist die Grundmap, die hier die Basis gebildet hat. Und das führt mich auch zu meinem Thema, das ich eigentlich kurz ansprechen wollte, weil lang ist das Gameplay nicht, wie ich hier gerade sehe. Warum gibt es eigentlich keine verfluchten Spielermaps in der Online-Suche? Ich meine, gut, einige davon waren jetzt nicht so toll. Ich muss sagen, der erste Schmiedetest, wo auch diese Map hier dabei war, also die erste Playlist dazu, hatte jetzt auch nicht die weltbewegendsten Maps überhaupt. Übrigens, by the way, das war, soweit ich weiß, auch der Tag, wo das erste Mal CSR eingeführt wurde, weswegen ich ja auf grottenschlechte Gegner getroffen bin. Und ich frage mich halt einfach, warum es einfach keine Schmiedemaps online gibt. Ich meine, klar, die Schmiede hat im Vergleich zu Reach einiges an ihrer Qualität verloren, vor allem weil der Fine-Editing-Mode nicht mehr da ist. Zumindest ist das, was die häufigste Beschwerde, die ich eigentlich höre. Trotzdem verstehe ich nicht, warum es überhaupt gar keine gibt. Ich meine, klar, ein paar der Schmiedemaps sind jetzt nicht so toll, aber die meisten sind doch eigentlich ganz gut, vor allem mit Forge Island, mit dieser Forge Island Testliste kamen eigentlich ziemlich gute Spielmaps dran. Hier wieder mit behinderten scheiß Boltshot, den ich jetzt hier gleich mal aufgenommen habe. Mann, ey. Es gibt nichts Behinderteres als ein Boltshot. Naja, egal. Ich fände es nämlich mal eine wunderschöne Abwechslung, wenn es dann schlussendlich auch mal Spielmaps gäbe. Tja, dem sollte wohl nicht so sein. Naja, mal hoffen, dass mit Halo 5 da einiges mehr kommt. Ich glaube, das nächste Halo ist ja jetzt tatsächlich offiziell Halo 5, nachdem am Anfang es hieß, dass es nicht Halo 5 sein wird und am Ende dann doch wieder, und mein Aim ziemlich sackt. Aber der stirbt doch einfach nicht, der Kerl. Naja, jetzt ist er tot. Doppelter Abschluss gleich. Krasser Shit. Tja. Und dass dort auch mit der Schmiede einige neue Funktionen und Shit mitkämen. Mich würde mal interessieren, was ihr euch denn wünschen würdet für die Schmiede an neuen Features. Also ich fände eindeutig mal Wetter und Tageszeiten cool. Und von mir aus muss es gar nicht viele verschiedene Maps geben, aber die Map muss so gesagt retexturierbar sein. So fände ich zum Beispiel cool, wenn es eine große Map gibt, wie bei den wie es bei Halo Reach mit der großen Schmiedewelt war. Und die dann aber so gesagt ausgewählt werden kann mit einmal Wüstenversion und einmal eine Schneeversion und einmal so grün, wie sie schon mal waren. So ungefähr. Das wäre auch einfach mal cool. Und dazu auch noch verschiedene Teile. Nicht alles nur diese grauen Forerunner-Teile, sondern alles wirklich verschieden texturiert. So wie es in Halo 3 war, zum Beispiel bei Sandbox, fand ich diese eher steinig angehauchten Schmiedeteile sehr schön. Ja, genau. Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und noch etwas, was ich unbedingt äußern möchte. Bitte lasst die scheiß Spawns nicht so sein wie in Halo 4. Es ist mir egal, ob Halo 2 auch Team-Spawns hatte. Aber die Team-Spawns sind das Schlimmste, was es je gibt. Man ist alleine, rennt um die Ecke, weil man dort einen Gegner sieht und plötzlich sind es drei. Mann, ey. Gar nicht gut. Ja.
egal. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Und beantwortet meine Fragen in den Kommentaren. Dann habe ich irgendwas zu tun. Los! Ciao und tschüss, sagt der Quert.